Tag 1 in Donaueschingen. Zum zweiten Mal sind die Schalker in der Nähe von Freiburg in dem Öschberghof untergebracht. Das Golfhotel im Schwarzwald beherbergt die Schalker Mannschaft im zweiten Jahr nacheinander. Doch davon bekommt unser Team kaum etwas mit. Schließlich sind sie hier, um sich für die neue Saison vorzubereiten. Nach dem Motto nur gucken und nicht spielen, bissen die Profis beim kräftezehrenden 8-Kilometer-Lauf auf Zeit rund um den Golfplatz auf die Zähne. Im ersten von zwei Trainingslagern will Coach Jens Keller in erster Linie, dass sein Team physisch zulegt und im Kräftigungsbereich arbeitet. Ausdauer, Beweglichkeit, Koordination stehen auf dem Programm. Rund 400 Fans haben sich die Trainingseinheit angeschaut und wie heißt es so schön, das Beste kommt zum Schluss. Das, was sich den ganzen Tag abgezeichnet hat, ist nun eingetroffen. Die Schalker haben grundsätzlich Einigung mit dem VfL Bochum über einen Wechsel von Leon Goretzka erzielt. Trainer Jens Keller kann sich freuen. Da aber noch Formalitäten zu klären sind, steht noch nicht fest, ob und wann das Nachwuchstalent ins Trainingslager zu den Königsblauen stoßen wird.